Hallo Herr Zajak, ich habe da schon mal was vorbereitet, wie Sie gesagt haben, eine CO2-Anlage. Ja, wir haben ja gesagt, wir bauen die CO2-Anlage jetzt mal im Aquarium ein, hier vorne irgendwo sichtbar. Ja, richtig. Weil wir haben da hinten ja eine Anlage drin gehabt. Die Leute denken ja immer, das wird von ganz alleine grün. Und dann dachte ich, wir zeigen das hier. Und mit dem Tisch ist auch ganz gut, dass sie wirklich sehen, wie das geht. Genau. Und eben so eine kleine Anlage, da ist ja simpel gemacht. Und dann kann jeder sehen, wie einfach das ist, so einen schönen Pflanzenwuchs im Aquarium zu machen. Ja, wie wollt ihr das denn installieren? Also wird erstmal die Armatur auf die Flasche gedreht. So von Hand? Genau, einfach bei Hand. Der Schlauch wird dann reingeschoben. Oh, das geht ja prima mit dem Reinschieben. Manchmal ist so ein Schlauch auch sehr, sehr hart. Da hilft oft, den einfach in heißes Wasser zu tauchen. Dann wird er vorne wieder ganz weich, kann man den durchstecken und dann lässt er sich auch prima draufschieben. Da ist die Qualität der Schläuche immer ein bisschen different. Das ist hier unser Diffusionsreaktor. Das ist dann quasi 3 in 1. Da ist ein Blasenzähler integriert, ein Rückschlagventil und auch die Keramik. Man hat nicht wirklich viel drumherum. Man hat für so ein Nanobecken zum... Für den optischen Zweck hat man alles dabei. Funktioniert aber nur für ein kleineres Aquarium, denke ich. Ja, mal, funktioniert oder? Bis ungefähr 80 Liter Aquarium. Ja, das ist ja schön. Das ist eigentlich praktisch und einfach. Wichtig ist dann auch tief zu platzieren, damit die Blasen sich auch richtig einstäuben ja, können. Ja, damit Aquarium. Die Blasen natürlich auf dem Weg nach oben, aber das sehen wir ja gleich noch, reiben sich ja im Wasser auf und damit ist dann ziemlich viel CO2 im Wasser. Richtig, richtig. So, also, fertig. So wäre es erstmal direkt schon fertig. Das war einfach. In dem Fall wird dann einfach nur noch die Anlage aufgedreht. Ja, und woran sieht man denn, dass das eingestellt ist? Wenn das so blubbert, kann ja nicht sein. Das kann man nicht pauschal sagen. Wichtig ist hier dieser Langzeittest, ja, den man dann integriert. Da kommen dann immer 35 Tropfen von rein. Da kommt der Deckel drauf. Und das hängen wir auch wieder hier im Sichtbereich, damit natürlich jeder sieht, wie das funktioniert. Genau. Zu Hause versteckt man das logischerweise. Richtig. Und man sollte natürlich die Anlage an der anderen Seite positionieren, wie der Ausströmer ist. Denn durch die Umwälzung vom Filter im Wasser misst man dann auch tatsächlich den CO2-Gehalt des Wassers und nicht, was womöglich hier hochsprudelt und direkt in den Test reingeht. Das wäre natürlich ein verfälschtes Bild. Genauso ist das richtig. Kann man zu Hause alles ein bisschen weiter verstecken. Muss man ja nicht immer sehen. Man kann ja einfach mal einen kleinen Kontrollblick machen. Als kleine Visualisierung, damit das auch alles richtig läuft, kann man über den Saugknopf auch diese Anzeige nochmal draufkleben. Wäre alles im grünen Bereich, würde die Anzeige auch grün anzeigen. Wäre sie jetzt bläulich, müsste man die Anlage ein bisschen höher drehen. Wäre sie jetzt im gelben Bereich, müsste man die Anlage runterdrehen. Dann wäre der CO2-Gehalt nämlich zu hoch. Und das Rauf- und Runterdrehen geht ganz einfach hier mit diesem kleinen Fixierschräubchen einfach ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, ganz easy. So hat man einen tollen Pflanzenwuchs, das heißt mit dem kleinen zusätzlichen technischen Gerät, eine kleine CO2-Anlage funktioniert hat. Die kann man hinten im Schrank verschwinden lassen, die Bauteile in der Ecke, man sieht also kaum was. Ich denke mal, so ein grünes, schönes Aquarium möchte jeder haben. Du machst hier noch ein bisschen, räumst ein bisschen den Tisch noch auf. Richtig. Und dann gucke ich nachher, ob das alles so klappt. Und wir beobachten natürlich den Dauertest, dass die richtige Menge da ist. Genau. Ne? Okay. Bis später.